Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Es ist der 11.04.2018, 18:35 Uhr und ich wollte euch heute eigentlich gar kein Video mehr bringen, aber ich habe gerade meinen Greenscreen aufgehangen, beziehungsweise ist das einfach eine grüne Leinwand oder ein grünes Tuch, besser gesagt. Ziemlich billig eigentlich, wenn ihr das jetzt sehen würdet, wie das ohne entfernten Greenscreen aussehen würdet. Aber ich war richtig begeistert, dass das Ganze so gut funktioniert und so simpel, weil ich war ehrlich gesagt der Meinung, dass das gar nicht funktionieren wird mit OBS und dass das richtig scheiße aussehen wird, da auch viele Falten im Greenscreen sind. Aber ich finde, es sieht richtig gut aus, es sieht richtig cool aus und ich dachte mir, deshalb mache ich jetzt extra noch ein Video, weil ich sehen wollte, wie das auch im Video aussieht. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr diese Kamera findet. Ich finde, das sieht mega cool aus und um einiges besser als diese runde Kamera, die wirklich sehr viel vom Bildschirm wegnimmt. Was wir heute uns anschauen, ist eben Folgendes. Wir haben jetzt hier kurzfristige Targets, die ich euch zeigen werde von Bitcoin, wo ihr eben Acht geben müsst, wo ihr eben gewisse Breakouts vielleicht sehen könntet, beziehungsweise sehen solltet. Wenn das passiert, könntet ihr dann in diesem Bereich long gehen. Wie gesagt, keine Investmentberatung. Aber wir schauen uns gewisse Targets an, die wir jetzt haben, und wir schauen uns auch an die Korrektur, die wir jetzt hatten, diese kurzfristige Korrektur im 5-Minuten Timeframe und wie man sowas eventuell traden könnte. Ich lösche auch hier nochmal alles raus, damit ihr wirklich Schritt für Schritt seht, wie ihr da vorgehen solltet. Wir haben hier 5 Wellen nach oben gezählt. Wenn wir 5 Wellen nach oben zählen, dann warten wir immer eine ABC-Korrektur nach unten. ABC, A kommt hier runter, B hier hoch und C hier unten. So, generell gesagt, generell Exkurs in Elliott-Wellen-Theorie. Also so ein Zigzag hat generell immer die Form 5-3-5. Das heißt, wir haben 5 Wellen nach unten, 3 Wellen nach oben, 5 Wellen nach unten. Generell. Es gibt auch noch andere Korrekturformen, zum Beispiel ein Flat. Flat hat dann andere Wellenformationen und es gibt auch verschiedene Formationen innerhalb von Wellen. Was ich bei B-Wellen wirklich ziemlich oft sehe beim Bitcoin, sind solche ABCDE-Corrections. Ich zeichne die jetzt mit Absicht nicht auf, weil ich jetzt wirklich nicht will, dass die Anfänger verwirrt werden. Im Prinzip läuft eine B-Welle, also laut Lehrbuch, läuft eine B-Welle in einer Dreierwelle ab. Das heißt, wir haben hier ein weiteres ABC nach oben. Eine Triangle-Welle sieht dann anders aus. Ich glaube, wir gehen hier nochmal ein wenig hoch, damit ich euch das zeige. Eine Triangle-Welle sieht dann so aus, dass wir hier zum Beispiel das A nach unten haben. Nochmal ein B nach oben. C, D. Das wäre jetzt die bullische Version. Und dann eben diesen Breakout nach oben, dass wir genau diese Version haben wir jetzt gesehen. Ich zeichne es euch jetzt nur mal hier auf, weil ihr sonst komplett verwirrt werdet, wenn ich das hier unten jetzt auch noch mit einzeichnen würde mit den Channels. Im Prinzip ist das jetzt hier so ein Triangle oder eben diese Bewegung in diesem Channel, die dann eben sehr oft in einer B-Welle vorkommt. Ihr wisst, meine alten Videos habe ich das euch auch schon öfter gezeigt mit Bitcoin und ich habe euch auch gezeigt, wie man das tradet. Also so eine ABC, die E-Correction kommt ziemlich oft vor beim Bitcoin und wir haben zum Beispiel hier diese A-Welle, A, B, C, D, E und das Ganze bis hier unten die I-Welle und nach der I-Welle kam dieser Breakout nach oben. Was hier noch anzumerken ist, die D-Welle ist, wenn man es genau betrachtet, ein wenig höher als die B-Welle. Also rein laut Lehrbuch wäre das theoretisch schon ungültig, weil die D-Welle dürfte eigentlich nicht höher sein als die B-Welle. Aber ich lasse das hier gelten, weil es einfach nur $20 sind oder so und weil wir hier auf BitMEX trainen und auf BitMEX ist so ein harter Leverage drin, dass man diese Elliott-Wellen-Theorien nicht wirklich immer 1:1 ja, anwenden muss, wenn es jetzt wirklich nur um eine Kerze, also um den Docht geht. Es steht auch im Lehrbuch, dass es eben Ausnahmen gibt bei High Leverage Markets. Aber das wäre jetzt ein wenig zu advanced. Wir schauen uns einfach mal an, was ihr als Anfänger immer machen könnt. Ich überlege jetzt gerade, wie ich das mache, weil ich will euch eigentlich das so zeigen, dass wir das hier noch gar nicht sehen. Das wäre eigentlich interessanter für uns. Stellt euch einfach vor, ihr würdet das hier noch gar nicht sehen, weil es war der Status Quo heute. Prinzip, was ihr immer machen könnt, ihr zieht euch eine Trendline, eine Channellinie, kopiert die und zieht die nach unten. Sieht das Ganze wie folgt aus. Dann habt ihr mal einen richtig guten, mal einen Channel, einen nicen Channel und einen Channel, den ihr hier eben beobachten könnt. Was ihr bei einem Channel beachten müsst bei Trendlinien ist, dass ihr mindestens 3 Touches braucht, damit die Trendline valide ist. Also ihr braucht 3 Touches von Kerzen oder eben von diesen Dots, damit diese Trendline valide ist. Ansonsten zählt eure Trendline nicht, weil 2 Punkte macht keine valide Trendline. Also wir haben jetzt hier einen Channel. Was ihr bei diesem Channel seht, ist, dass wir hier wirklich starken Support haben durch diese 2 Kerzen hier. Durch diese Kerze haben wir hier extrem heftigen Support, weil ja rein psychologisch betrachtet die Bären haben probiert, uns auf die 6,6K nach unten zu drücken. Aber auf einem 5-Minuten-Timeframe, auf einer 5-Minuten-Candle haben es die Bullen geschafft, diese Candle nochmal auf 6,7K hochzudrücken und die Candle auf 6,7K zu closen. Also eine extrem bullische Candle hier, ein extrem heftiger Support auf der anderen Seite und hier dann nochmal diese Confirmation, dass dieser Support wirklich sehr stark ist. Auf der anderen Seite haben wir aber hier auch eine starke Resistance Line, sprich wir haben hier Resistance und
Wie gesagt, das hier vergessen wir erstmal, weil wir uns das jetzt so anschauen würden, als wäre das noch nicht der Fall gewesen, weil das damit irgendwie besser zu verstehen ist. So, was habe ich gestern gemacht? Ich bin hier short gegangen. Warum? Aufgrund dieser Candle, weil ich diese Wellen gezählt habe. Ich habe die Wellen gestern zwar noch minimal anders gezählt, weil ich das hier ganz als B gezählt habe. Sprich, ich habe hier drei Wellen nach oben gezählt und habe das nicht als ABCDE Correction gezählt. Aber im Prinzip wäre es komplett egal gewesen, weil ob jetzt die C-Welle nach unten geht oder eben in diesem Fall die ABCDE, also die Welle nach unten geht, wäre jetzt eigentlich egal gewesen. Also Short hätte man hier immer gehen können. Und aufgrund auch, dass dieser Resistance-Bereich hier immer noch gehalten hat, bin ich hier mal Short gegangen. Und ich zeige euch gerade, wie ich das gemacht habe. Ich bin also in diesem Bereich Short gegangen, habe meinen Stop-Loss wirklich extrem tight gesetzt, also extrem eng gesetzt, weil ich eben den Trade als ziemlich riskant empfunden habe. Der Trade war nachhinein betrachtet eigentlich ein ziemlicher Scheiß-Trade, auch wenn ich knapp 5% Gewinn gemacht habe. Aber das Setup war extrem riskant und wirklich nicht gut zu spielen. Aber ich sage euch generell, was ich gemacht habe. Ich habe den Trade bis hier nach unten geridet und habe dann hier meinen Short geclosed. Stop-Loss wirklich extrem knapp gesetzt. Habe ich auch gestern in die Gruppe geschrieben, dass da bitte keiner irgendwelche Trades eingehen soll, da es momentan wirklich extrem schwierig ist, beim Bitcoin irgendwas zu sehen. Ich habe es trotzdem probiert, habe 6% gemacht, also alles gut. Ja, also wie gesagt, aufgrund der Wellen, dass wir jetzt hier noch eine Welle nach unten erwartet haben, bin ich short gegangen. Ich hätte zwar hier auch schon closen können, was natürlich noch um einiges mehr gewesen wäre, 1% Gain, aber ich habe hier mein Fib Retracement gesetzt und habe dann schon spekuliert, dass wir ein größeres Retracement sehen werden als 0,382. Was jetzt eigentlich nicht so viel Retracement ist. Im Prinzip bin ich dann hier rausgegangen aus dem Short, weil das für mich dann die Bestätigung war, dass der Support wirklich valide ist und dass es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass wir diesen Support noch brechen. Und noch einen Grund gab es für mich, aus dem Short zu gehen, nämlich wenn wir diese Linie jetzt hier sehen, dann haben wir ganz klar ein Triangle. Was dieses Triangle bedeutet, ist folgendes. Wir haben hier unten die Lows, also die, ja, ich weiß gar nicht, wie ich Lows auf Deutsch sagen soll, diese niedrigen Punkte. Also es gibt auch Leute, die sich aufregen, dass ich englische Begriffe verwende, aber wir sind hier beim Chart lesen und, also was soll ich da für deutsche Begriffe verwenden? Ich meine Unterstützungslinie und Widerstandslinie, wie das klingt. Also ich kenne nur Resistance und Support, von dem her, wenn euch das stört, dann schaut bitte irgendwelche deutschen, voll deutschen Trader. Also ich schaue nur englische Trader und dementsprechend verwende ich da keine deutschen Begriffe, da das für mich international ist. So, also wir haben hier diese Lows, wo diese Lows sich ständig erhöhen. Und wir haben hier diese Highs, die konstant gleich bleiben. Ich denke, das ist ziemlich leicht zu erkennen. Und da müsst ihr euch nur mal irgendwie überlegen, okay, was kann dieses Triangle bedeuten? Es gibt bullische Triangles und es gibt bearische Triangles. Dieses Triangle ist ein Ascending Triangle, also ein ansteigendes Dreieck-Triangle. Und wir haben hier im Prinzip immer höher werdende Lows, also die Lows werden immer höher. Aber im Gegenzug, im Trade-off sozusagen, bleiben die Highs immer gleich hoch. Das heißt, es ist extrem bullisch und das prädestiniert eigentlich immer zu 90%, 80% sowas einen Ausbruch nach oben, laut meinen Erfahrungen. Es gibt auch Dreiecke, die wirklich sehr gut aussehen, also Ascending Triangles, und die auch mal nach unten ausbrechen, aber im Regelfall brechen die Dreiecke oft nach oben aus. Das wäre zum Beispiel dieses Dreieck, was man hier sehen hätte können. Und wenn ihr dann mega riskant wärt, dann hättet ihr hier schon euren Long öffnen können, weil ihr seht, okay, der Support haltet wieder. Diese Kerze ist extrem mega bullish, weil wir hier diesen langen Wick nach unten haben, der dann hier abstößt, und das wäre dann schon wirklich ein Zeichen für euch, Long zu gehen. Aber es ist natürlich trotzdem noch ziemlich riskant, weil wir immer noch diese Resistance Line haben, die noch nicht durchbrochen wurde. Also für die riskanten Leute unter euch, die wären hier Long gegangen, die hätten hier das Ganze hier hochgeradet, ich zeige euch gleich warum, und hätten hier mit einem 10x Leverage knapp 20% Gewinn gemacht, ohne Leverage knapp 2% Gewinn, und den Stop-Loss hättet ihr hier gesetzt, je nachdem wie riskant ihr seid, aber ich würde den Stop-Loss hier knapp unter der Support-Linie setzen, dann hättet ihr eine richtig gute Risk-to-Reward-Ratio von 3, was natürlich ein extrem guter Trade wäre und 1000-mal besser wäre als mein beschissener Short, aber man kann natürlich nicht immer diese guten Trades gehen. Ich bin leider nicht dran gegangen, ich habe meinen Short hier geclosed und habe dann nicht weiter geschaut, da ich da gerade bei der Uni aus hatte und keine Zeit mehr hatte, danach irgendwie beim Laptop live zu schauen, was beim Trade passiert. Und deswegen bin ich dann hier nicht mehr long gegangen. Sage ich euch ganz ehrlich. Also ich sage euch nicht, dass ich irgendwie jeden Trade mitnehme und dass ich immer das alles so super spiele. Das ist überhaupt nicht der Fall. Aber ihr seht, also das hätte man schon ziemlich leicht mitnehmen können. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht so riskant seid, dann könntet ihr hier eure Buy-Orders reinklatschen in diesem Bereich, damit diese Buy-Orders auch getriggert werden, weil ihr wisst, wenn so ein Breakout passiert, dann geht es extrem ab auf den Börsen und dann könnt ihr vergessen, dass ihr da noch reinkauft. Also
wenn so eine riesen Kerze entsteht, dann müsst ihr schon eure Buyouts hier gesetzt haben, knapp über der Resistance Line. Dann werdet ihr halt hier reingegangen, was die Low-Risk-Variante wäre. Ja, was wollte ich jetzt noch sagen? FIP-Extensions, genau. FIP-Extensions ziehen wir hier auch noch. Wirklich, Fibonacci müsst ihr verstehen. Also Fibonacci ist einfach, Fibonacci ist alles in diesem, ja, Trading-Bereich. Also ich liebe Fibonaccis und solltet ihr auch verstehen, um eben zu wissen, wie weit könnte es nach unten gehen, wie weit könnte es nach oben gehen. Und ja, also wenn ihr Fibonacci nicht versteht, müsst ihr euch das nochmal anschauen. Und so, boom. Im Prinzip schauen wir jetzt, von wo denn diese Welle gestartet ist. Wenn wir jetzt hier ein wenig konservativ vorgehen, wir sind zwar hier, ich zähle jetzt gerade nochmal die Wellen, A, B, C. Also wenn wir das als C-Welle sehen, könnten wir irgendwo in diesem Bereich unser Retracement setzen. Und um dann eben ungefähr abzumessen, wie weit es denn jetzt hier nach oben gehen könnte, wenn wir jetzt diese Welle als Vergleich hernehmen. Das ist immer so ein Indikator, wenn ihr die Wellen von davor abmesst, um eben zu schätzen, wie hoch denn die Extension gehen könnte. Also One-to-One-Extensions kann man targeten. Ich habe Erfahrung damit im letzten Jahr beim Bull Market, also wenn man dann diese Swings gejottet hat, diese One-to-One-Extensions bis 161.8 Extensions, die waren dann ziemlich, ja, sehr oft auftretend. Und jetzt im Bear Market ist der Bereich 78,6 bis 100 so eine Zone, wo man dann irgendwie überlegen sollte, ob man denn rausgeht. Auf alle Fälle könntet ihr euch die Extensions ziehen. Und wenn ihr dann schon hier seht, dass wir uns hier stoßen, dann wäre vielleicht so ein Zeitpunkt, wo man sein könnte, ich close jetzt mal den Long, weil wir haben jetzt hier die 78,6 Ratio nicht durchschritten und es wäre vielleicht Zeit, den Trade irgendwie zu closen. Und was ihr hier noch machen könnt, ist scrollt einfach mal zurück und schaut, ist denn hier eine Zone, wo wir irgendwie Resistance haben. Und ihr werdet auch schnell fündig werden, weil wir hier mal rausscrollen, weil, seht ihr dieses Aufkommen, was wir in diesem Bereich hier haben? Also dieses Aufkommen hier dient als Resistance Line in diesem Bereich jetzt hier und wird uns jetzt auch mal ein wenig zurückhalten. Also es kommt konkrete 7K-Linie, wo wir jetzt eben noch Resistance haben. Also das war jetzt mal kurz dieser Exkurs zu diesen Short Trade Setups. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, schreibt mir in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, wie man denn, oder auf welche Börse man Short tradet, schaut mein BitMEX Tutorial an. Ich mache es mittlerweile nur noch auf BitMEX, weil man da hohen Hebel hat und weil die Einteilung unkompliziert ist und weil es da ziemlich easy bedienbar ist. Ich glaube, ich mache auch nochmal ein neues BitMEX Tutorial, wo ich das Ganze nochmal ein Stück genauer erkläre. So, was ist jetzt generell Ausblick? Was wir jetzt haben, im Prinzip, wenn wir jetzt rein von Elliott Wave Technik ausgehen, zählen wir jetzt hier diese ABCDE Correction nach oben. Also das ist jetzt nur die B-Welle und im Prinzip erwarten wir noch eine C-Welle nach unten. Wenn wir jetzt rein von Elliott Wave Taktik oder Technik ausgehen würden, je nachdem wie man das nennen will, dann würde man hier noch eine C-Welle nach unten erwarten. Wie gesagt, konjunktiv. Wenn das jetzt das hier schon gewesen wäre mit dieser kompletten B-Welle, dann würden wir vielleicht eine Korrektur in diesem Bereich hier erwarten, Golden Pocket vielleicht oder auch ein wenig niedriger, also 6,6K bis 6,7K. Wäre jetzt mal so das bearische Szenario, also der bearische Account. Aber ihr wisst, momentan ist Bitcoin analysieren ziemlich schwierig und sagt auch jeder richtig gute Trader, also Trader, die weltweit anerkannt sind, sagen, dass es momentan eine No-Trade-Zone ist, was ich momentan auch für sehr valide halte, außer seid risikoreich, so wie ich, und probiert dann irgendwie was mitzunehmen, könnt ihr natürlich auch machen. Und dann haben wir noch dieses bullische Szenario, dass wir hier jetzt irgendwie noch weiter nach oben pushen, dass dieser Account komplett invalid ist, warum auch immer, dass es einen komplett anderen Account gibt, kann natürlich auch sein. Dann hätten wir hier jetzt oben die nächsten Zone. Wir haben diese Zone hier, die extrem stark ist, 7,2K ist die ungefähr, also ich sehe jetzt nicht genau, auf alle Fälle ist die im Bereich 7,2K, auch auf anderen Charts, seht auch hier diese Zone hier, deswegen ziehen wir die jetzt hier oben auf 7,2K hoch. Seht ihr diese Zone hier? Boom. 1, 2, 3. Also obwohl wir hier ziemlich genau treffen. Aber diese Zone ist unsere nächste Haltestelle für unser bullisches Szenario. Sprich, wenn wir jetzt hier mit wirklich Druck nach oben gehen, was ich jetzt nicht wirklich erwarte momentan, weil es momentan jetzt ziemlich wieder aussieht, das war die Luft schon wieder draußen. Wenn ich wirklich mal eine Trendumkehr sehen will, dann will ich wirklich solche Kerzen sehen. Und wirklich drei Kerzen hintereinander, die uns wirklich von 6,9K auf 7,2K hochpushen innerhalb von einer halben Stunde. Das würde ich bei einer Trendumkehr sehen, damit ich wirklich sagen kann, okay, diese Korrektur ist jetzt erstmal wieder beendet und wir schauen jetzt mal, ob wir vielleicht wieder Richtung 9K hochgehen. Habe ich jetzt momentan noch nicht gesehen, es sieht momentan wieder ziemlich langweilig aus. Es sieht momentan wieder, also so aus wie immer, immer eine grüne große Kerze und danach seitwärts, ein wenig nach unten, seitwärts, ein wenig nach unten. So sieht es momentan aus.
Aber sollten wir es jetzt wirklich schaffen, nach diesem Video ordentlich einen Push dazu bekommen von den Bullen, dann hätten wir unsere erste Zone 7,2k. Und wenn wir da wirklich mit Power durchbrechen, dann ist erstmal nächster Halt hier oben 7,5k. Also das wäre dann unser nächstes Setup, wenn wir wirklich bei 7,2k durchbrechen. Dann gehe ich extrem long, auf alle Fälle, wenn wir hier mit Power durchbrechen. Weil dann haben wir nicht mehr viel dazwischen. Und dann hätten wir auch die Confirmation oder das Zeichen, dass es jetzt zu den 7,5k hochgeht. So, das waren jetzt mal meine Targets. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie euch solche Videos gefallen, wo wir wieder mehr auf Charts eingehen, mehr auf Trading generell, mehr Theorien durchgehen. Sorry, ich kann schon gar nicht mehr reden, einen Zeitpunkt, das Video zu beenden. Und ja, einfach generell wieder mehr Chart-Sachen, mehr Trading-Sachen, mehr Analyse-Sachen. Ich glaube, es kommt ganz gut. Wenn euch das interessiert, schreibt es mir in die Kommentare. Kommt in unsere Telegram-Gruppe. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Technical Crypto.